Hallo und herzlich willkommen im Zen-Garten Paraguay. Und diese Woche haben wir einen richtigen Meilenstein zu verkünden. Ja, Sie sehen schon an meiner Kleidung, es ist hier Winter geworden. Und ja, die Sonne ist zwar jetzt kräftig da und ich denke mal, wir haben jetzt schon so um die 21, 22 Grad. Aber heute Morgen waren es eben auch unter 10 Grad. Und ja, das ist schon richtig frisch, wenn Sie normalerweise so um die 30 Grad gewohnt sind. Aber ich lenke ab, kommen wir zum Hauptthema. Ah, eins noch. Wenn Ihnen das Video gefällt, bitte Daumen rauf, damit wir mitbekommen, es gefällt Ihnen und ist natürlich für uns nochmal ein extra Ansporn, das Video für die nächste Woche zu machen. Ich habe von einem Meilenstein gesprochen, von einem richtig großen Ereignis für uns. Und das große Ereignis ist, dass die Innenausbauarbeiten der ersten zwei Haushälften so gut wie abgeschlossen sind. Und genau mit diesem Ende der Innenausbauarbeiten beginnt für uns natürlich ein nächster Schritt. Und der nächste Schritt ist damit losgegangen, dass wir einen Startschuss gegeben haben, in die Außenanlage des Zen-Garten Paraguays jetzt anzufangen. Und genau hier sehen Sie schon das erste, und ich muss sagen, ich weiß nicht warum, für mich ist das richtig markant. Und zwar, hier kommt der erste Gehweg. Das heißt, hier ist der Fußgängerhaupteingang. Und Sie sehen schon hier schön geziegelt, wie der Gehweg hier verlaufen wird. Und wie gesagt, für mich innerlich ein richtiger Meilenstein, wo ich sage, aha, jetzt kommen wir in die nächste Phase. Aber es ist natürlich noch mehr passiert. Ich zeige Ihnen noch so ein, zwei Kleinigkeiten. Zum Beispiel sehen Sie hier mittlerweile im hinteren Teil, wo die nächsten Häuser noch hinkommen, überall Holzstecken aus der Erde schauen. Nein, wir spielen nicht Cricket, sondern wir haben ja schon einmal hier versucht, die Fläche zu ebnen, zu nivellieren. Und das ging auch ganz gut, das sind 30, 40, 50 Zentimeter abgetragen worden. Aber es hat nicht ganz gereicht. Das heißt, hier wo wir stehen, da passt's. Aber weiter hinten ist es so, das sind etwa noch 30 cm zu hoch. Und die stören natürlich. Das heißt, wir haben nochmal einen Bagger angefragt, der nächste Woche kommt. Und haben aber diesmal eben diese Holzstecker mit reingesetzt. Und an jedem Holzstecker haben sie eine Markierung für die sogenannte Nivelle 0. Dass wir ganz genau wissen, bis hierher muss Erde abgetragen werden. Dass wir dann eben eine schöne, gleichbleibende Fläche, ebene Fläche haben werden. Ja, was machen wir noch? Verbesserungen im Außenbereich. Wie ich schon gesagt habe, wenn Sie einen Paraguay selber bauen, Sie sollten immer selber dabei bleiben, denn es ist einfach so, dass wir Europäer einen anderen Blick haben, als wir hier in Paraguay. Ich zeige Ihnen zwei kleine Verbesserungen. Die erste ist im Innenbereich und zwar bei der Einfahrt in den Garten. Und zwar, Sie erkennen es selber, vor dem Tor ist mittlerweile, sind Steine angebracht worden. Das heißt, wir haben hier im farbigen Muster Bordeaux wie die Wand und auch Grau haben wir hier mit einem Muster Steine verlegen lassen. Grund ist ganz einfach. Wenn es regnet, wird der Boden zu weich und es kann hier de facto kein Fahrzeug mehr reinfahren. Und mit dieser kleinen Fläche ist es möglich, dass jederzeit auch bei Regen ein Fahrzeug reinfahren kann. Ich blende Ihnen jetzt auch noch ein kurzes Video ein, wo Sie sehen können, wie diese Fläche entstanden ist. So, was ihr hier seht, ist die Einfahrt vom Gartenbereich. Die wird hier mit Steinen gemacht. Das ist nur ein kurzes Stück, damit man einfach hier, auch wenn es mal feuchter ist oder so, nicht noch einsinkt. 3x6 Meter und der Herr hat heute Morgen angefangen, hat es jetzt hier mit Sand ausgekleidet und jetzt werden diese Steine in einem Muster festgeklopft. Ja, Sie sehen, er hat auch noch einen zweiten Mann dabei, der ihm die ganzen Steine anreicht. Das waren zwei große Berge, bevor sie kamen. Die Steine selber sind letzte Woche geliefert worden. Ja, und jetzt werden sie schon am Boden festgemacht. Ja, wenn es fertig ist, werde ich noch mal ein kleines Video drehen und auch einspielen. Ja, und hier, ich habe ja versprochen, der nächste Zwischenbericht, der nächste Stand, Sie sehen, ist schon alles deutlich weiter. Und Sie beratschlagen schon, wie Sie links die Steine legen, damit das Ganze genauso aussieht wie rechts. Sie sehen, rechts sind die äußeren Steine sind quer verlegt. Also der Rahmen der Steine ist ja
parallel und dazwischen das alles ist dann in einem Muster verlegt. Ja, sieht doch schon richtig nett aus. Ich bin gespannt, wenn es fertig ist. Na, und das sieht doch toll aus. Fehlen noch 4 kleine Stücke, die werden gerade zurechtgeschnitten. Man hört im Hintergrund. Ja, und eine weitere kleine Verbesserung. Die Haupteinfahrt in den Zen-Garten. Die gab es schon, das ist nichts Neues. Allerdings haben wir mit der Zeit festgestellt, dass an der unteren Seite ist die Einfahrtshöhe folgte der Straße. Das heißt, im hinteren Punkt war sie höher und hier war sie tiefer. Und was haben wir festgestellt? Alle Fahrzeuge, die von unten hier reingefahren sind und nicht höher gelegt waren, sind hier oben aufgesessen. Wenn sie von hinten reingefahren sind, ist das nicht passiert, weil der Winkel flacher war als hier unten. Und was haben wir jetzt gestern einfach machen lassen? Wir haben hier noch weiter aufschütten lassen. Und zwar ist jetzt der Winkel identisch zum hinteren und es setzen keine Fahrzeuge mehr auf, wenn man hochfährt. Das sind diese kleinen Verbesserungen, die, ich denke, es einfach wert sind, sie zu machen. Denn wenn von unten ein Fahrzeug dauernd aufsetzt, ist weder fürs Fahrzeug noch für unsere Einfahrt richtig gut. Schauen wir uns an, was drinnen noch passiert ist. Ja, und hier eine weitere Verbesserung. Ich nehme die Plane nicht hoch, ich erzähle es Ihnen aber. Hier ist unser Tiefbrunnen für Trinkwasser. Wir haben hier eine vollständig neue Türe anbringen lassen. Grund ist, die erste Türe, das können Sie gerne in eines der älteren Videos anschauen, die erste Türe waren 2 Flügel, die so auf und zu gingen. Haken an der Sache war, bei Regen ist immer Wasser durch die Umrandung der Türen nach innen gelaufen und ist natürlich dort liegen geblieben, weil es keinen Wasserabfluss für Regenwasser in dieser Kammer gibt. Deswegen haben wir die ganze Türe austauschen lassen und jetzt ist die Türe praktisch, haben wir nur noch einen Flügel und die Türe geht so auf, plus das am Rand sind von unten ist ein Rahmen und oben an der Türe ist auch ein Rahmen. Das heißt, die Türe, wenn zugeht, ist es nicht mehr möglich für Regenwasser reinzufließen. Damit bleibt die Kammer trocken, da ist ja auch Elektronik drin und der Brunnen und die Elektronik dafür ist geschützt. Schauen wir weiter. Ja, und weiter geht's. Sie sehen schon hinter mir, die gesamte Außenfassade ist fertig. Außer die Terrassen, die müssen noch gemacht werden. Aber generell, das gesamte Haus ist von außen gestrichen worden. Es sind auch die, wenn die Kamera wieder zu mir zurückkommt, wunderbar. Auch die Regenrinnen sind mittlerweile angebracht, wie Sie sehen, und gestrichen. Auch die offenen Leitungen, die man noch vor ein, zwei Wochen gesehen hat, und zwar die Wasserabflüsse der Klimaanlagen, ist alles mittlerweile verschlossen und angebracht. Und Sie sehen es auch hier an der Seite, wie der Wasserabfluss der Klimaanlage mit der Regenrinne verbunden ist und genau da fließt das Wasser. Übrigens, wir haben auch schon ganz spontan, hatten wir schon mal erzählt, Stühle gekauft für einen Zen-Garten und Tische. Und da es hier keine Nachkaufgarantie gibt, haben wir auch gleich so viele gekauft für die ganze Anlage. Also sehen wir, wir haben sie wieder aufgebaut. Heute ist Sonntag und die Nachbarin kocht Nudeln und wir haben wieder Appetit auf die selbstgemachten Nudeln von ihr. Also haben wir gesagt, bauen wir uns hier doch einfach mal den Tisch mit 4 Stühlen auf, zeigen Ihnen, so könnte es aussehen, wenn Sie, beide Häuser gehen in die Vermietung, Sie können gerne Ihren Urlaub hier verbringen. Mieten Sie sich ein, ich gehe mal davon aus, in 4 bis 8 Wochen gehen wir mit den Häusern zur Vermietung an den Markt. Natürlich wird es dann hier auch sauber aussehen. Die Terrassen werden natürlich dementsprechend auch sauber sein, angemalt sein. Und ja, es liegen natürlich dann hinten auf den Sitzflächen auch noch mehr Kissen rum für Sie. Einfach, dass es richtig schön gemütlich für einen Urlaub ist. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal die beiden Häuser von innen an. Denn das lohnt sich heute ganz besonders, denn die Maler haben schon deutlich mehr angemalt und im Gegensatz zu den Wochen davor, wo die Häuser innen ein bisschen dunkel gewirkt haben, wirken sie jetzt schön hell. Sie werden sehen, was Farbe, gerade die weiße Farbe an den Wänden ausmacht. Schauen wir es uns an. Ja, Sie sehen es, es ist hell und gefühlt, ich sage mal, 1 Meter in jede Richtung mindestens größer. Und Sie sehen auch noch, hier steht noch das Gestell rum von den Malern, damit Sie die Decke und alles schön streichen können.
Und sehen auch schon die ersten Kartons für Möbel sind da. Ich erzähle nicht, was drin ist, dann ich würde Ihnen die Überraschung sonst vorwegnehmen. Aber so viel kann ich schon mal verraten. Wir hatten letzte Woche auch unsere Schreinerin da, die Tina. Und das ist eine Schweizer Schreinerin hier in Paraguay. Und die hat bereits hier die Küche in beiden Häusern ausgemessen. Das heißt, hier kommen maßgeschneiderte Küchen rein. Und ich blende Ihnen jetzt einfach mal ein Video ein, wo Sie Tina beim Vermessen der Küchen zuschauen können. Ja, hallo, wir freuen uns. Heute ist Tina gekommen, die Schreinerin, die unsere hallo. Küche macht. Und wir haben gerade vermessen. Ihr seht es gleich anschließend in den Videoteilen. Und ja, Tina, wenn ihr eine Küche braucht, sie ist die erste Adresse hier in Paraguay und macht super tolle Küche. Unsere Privat hat sie schon gemacht. Und jetzt geht Team Zen Garden Paraguay weiter. Vielen lieben Dank für das Vertrauen. Ich freue mich sehr, dass ich das hier machen darf, dass wir zusammenarbeiten. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich jederzeit anrufen. Ich komme gerne mal quatschen. Hast du einen großen Kühlschrank? So Mannhoch. Mannhoch. Von der Breite 90er? Nee, 60er. Dann nehme ich 70 nach 10 cm. Ja. Was machst du da? Die Wasserleitung anzeichnen, dass da bestimmt das Bad möglich ist, dass ich mit dem Wasserleitung kein Problem habe. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, wir sind fast fertig mit dem Innenausbau. Und Sie sehen auch, es ist fertig gefliest worden. Das heißt, die Treppe ist fertig gefliest. Sie ist noch nicht verfugt, das passiert noch. Sie sehen auch schon, das Geländer ist angebracht worden. Ja, ist noch schmutzig und ist auch noch nicht final angemalt. Wir werden es in Silber mal anmalen lassen. Aber wie gesagt, es ist da, es ist einsatzbereit. Und das ist einfach das, wo wir auch sagen, ja, es geht Schritt für Schritt voran. Und Sie sehen auch, wir haben uns hier für eine sehr helle Parkettoptik bei den Fliesen entschieden. Und da die Treppe, und das war Absicht, wir haben die Treppe absichtlich nicht mit einer Wand von dem Raum hier getrennt. Deswegen haben wir gesagt, lassen wir auch die gleichen Fliesen nach oben hin weiterlaufen, so dass sich das Ganze optisch schön integriert. Schauen wir uns doch oben auch nochmal die beiden Räume an. Ja, jetzt bin ich im Wohnraum und Sie sehen, ich bekomme sofort Unterstützung. Mina ist mitgekommen. Der Raum war schon fertig, auch letzte Woche. Hat sich aber ein bisschen was getan. Sie sehen zum Beispiel hier, da bauen wir gerade schon die Badunterschränke auf. Und auf der anderen Seite ist sogar schon das Doppelhimmelbett aufgebaut. Ja. Wunderbar. Sie sehen, was hier noch fehlt, ist in dem Raum nur noch die Arbeit vom Elektriker, dass er die Dosen an die Wände anbringt. Die Kabel sind schon alle verlegt. Also anbringt, anschließt, oben kommt noch Lampen hin und dann ist der Raum von den Handwerkern her fertig. Möbel sind bereits gekauft worden. Das heißt, in dem Moment, wenn der Elektriker drin war, lassen wir die ganzen Möbel aufbauen und dann kommt noch die Deko dazu und dann können wir mit dem ersten Gebäude schon in die Vermietung gehen. Das Bad zeige ich Ihnen hier nicht, weil ich habe schlicht und einfach kein Licht hier. Aber wir gehen jetzt rüber ins Haus Orchidee und da haben wir das Licht einfach mal reingehängt, damit Sie sehen, wie das Bad mit Licht aussieht. Los geht's!
Ja, ich stehe jetzt im Haus Orchidee und Sie sehen den Unterschied. Die Fliesen sind fertig, wir schauen uns das gleich auch nochmal bei der Treppe an. Aber Sie sehen, der Maler hat hier die Wände noch nicht weiß gestrichen und man merkt das sofort, auch am Video, es ist alles dunkler, ein bisschen beengender. Wie gesagt, wenn es hier weiß ist und schön gestrichen ist, dann ist es wie drüben, ich sage immer, ein Meter in jede Richtung gefühlt mehr Platz. Ich zeige nochmal die Gästetoilette. Mittlerweile, die Türen sind alle drin. Sie sehen auch, man sieht, das Waschbecken liegt schon am Boden, die Toilette ist bereits installiert, gefliest und gemalt, gestrichen ist der Raum sowieso schon fertig gewesen. Und Sie sehen, da fehlt nicht mehr viel. So. Jetzt schauen wir uns auch nochmal die Fliesen hier auf die Treppe. Hier ist fertig verfliest, noch nicht fertig verfugt. Aber Sie sehen auch, dass der Fliesenleger hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, gerade hier sieht man es sehr schön, dass die Fliesen auch vom Muster her richtig verlegt sind. Nicht jeder Fliesenleger hätte das in dieser Detailarbeit so gemacht. Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit. Schauen wir uns an, wie es im ersten Stock vom Haus Orchidee aussieht. Ich stehe im Haus Orchidee, im ersten Stock, im Badezimmer. Und Sie sehen hier schon, wir haben eine Lampe mit reingenommen und es ist soweit fertig verfliest. Die Toilette ist bereits installiert. Die Dusche sehen Sie auch schon fertig. Auch die Dusche, ich muss sagen, mir gefällt dieses Muster besonders gut. Auch hier alles fertig verfließt. Und zum Glück ist noch kein Wasser angeschlossen, sonst würde ich jetzt tatsächlich mal einen Knöpfen drehen, aber ich könnte dabei nass werden. Nein, das lasse ich lieber. Aber wie gesagt, alles fertig. Fertig zum Gebrauch, es muss wie gesagt nur noch alles angeschlossen werden. Hier oben sehe ich, muss mein Maler natürlich noch hin, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn ja, auf jeden Fall Daumen hoch, dann wissen wir das auch, dass es Ihnen gefallen hat. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche im Zen-Garden Paraguay im Bautagebuch wiedersehen. Bis dann. Tschüss.